Before you start with your statement, please introduce yourself. I think this would be the best, and everybody knows who you are or who you want to be. Antonio Brumas, would you please first begin? Thank you. Hello. I am an attorney at law and a digital rights activist from Greece. In my contribution, I will draw an alternative story of the digital age we're currently living, a story about the intellectual commons, a story about sharing and collaboration. I will start with the observation that in our societies, the center of wealth creation rapidly shifts from tangible to intangible assets. Furthermore, intellectual production is today more than ever considered to be the engine of social progress. But at the same time, the dominant social relations of our networked societies are confronted with the following deep contradictions. I have put a label on each of these contradictions, so I will go through them. They are five. First, the enclosure versus access contradiction. Since information and knowledge are the primary input of intellectual production, it can be reasonably argued that more access to intangible assets by more people will increase the quantity and quality of produced wealth. But at the same time, our social systems are purportedly programmed at reproducing an unprecedented excess and elaboration of techno-legal barriers to access. In addition, our social systems allocate access rights on the merits of who affords to pay for them, and not on the merits of who has the capabilities to produce intellectual works most valuable to humanity. Second, the command versus creativity contradiction. It is certain that creativity, the most valuable human input for knowledge-based capital, is not efficiently stimulated by Fordist modes of organizing production, which became predominant in industrial capitalism. More sophisticated efforts to harness the potential of human creativity inside capitalism encounter their limits at the iron law of private capital accumulation, at the private appropriations of social innovation, and at the need for control and subordination on employees that the former inevitably entail. No matter how covert or ideologically disguised, hierarchy, bureaucracy, exploitation, and private appropriation encountered at capitalist enterprises are factors that discourage human creativity. To become fully productive, creators, spontaneously or not, search for alternatives outside capitalism. Next, the antagonism versus collaboration contradiction. Intellectual production has always been a socialized process. Contemporary technological progress untaps human collaboration more than ever before. Collaborative creativity results in faster and more important breakthroughs in science and social change. But at the same time, capitalist modes of intellectual production are dominated by antagonism, a characteristic that undisputably hinders collaboration. Fourth, the private appropriation versus wealth creation contradiction. Capitalist relations of production have been considered as superior to other relations of production, as they are expected to be more effective in creating wealth and hence in leading to constant economic growth. But the more information, knowledge, and culture are corralled as property, the more intellectual productivity is reduced. As wealth creation shifts to knowledge-based capital, property is becoming a fetter on intellectual production. Access and collaboration are systematically blocked, and public or private property regimes encounter failures in the management of labor and resources. In addition, private ownership claims on intellectual resources have proliferated to such an extent, control has become so fragmented, and the degree of exclusivity so unclear that economic activity is hindered, as is the case with
patent wars in the high-tech industry. This phenomenon has been coined as the tragedy of the anti-commons. And finally, the surveillance versus democracy contradiction. Democracy is linked with personal freedom. Technological progress enhances and broadens our freedom of expression and means of political participation. But at the same time, the Snowden revelations show us that we have before us not the end of history and the advent of societies of freedom as promised by neoliberal thinkers. Instead, we face the greatest surveillance mechanism ever set up. Surveillance acts as substrate to social relations of domination and subordination. Surveillance cannot but undercut freedom and democracy. It can therefore reasonably be assumed that the intensification of surveillance leads us not to freer and more equal societies, but to societies where relations of exploitation and domination are deepened and multiplied. Now, in the cracks and discontinuities of capitalist intellectual production and distribution caused by these contradictions, we perceive centrifugal forces silently at work, which act as accelerators of social change. At the cutting edge of technological progress and wealth creation, people constitute intellectual commons free for access to all by devising collaborative peer-to-peer modes of production and management of intellectual resources. To mention some of them, Spectrum Commons, open hardware, open standards, free software, wikis, open scientific publishing, online content licensed under Creative Commons licenses, collaborative media, voluntary crowdsourcing, political mobilization and hacktivism, internet cultures and memes. All these constitute our digitized environments, not as private enclosures, but as public space in the sense of commons. Now, it might seem peculiar to some that intellectual commons proliferate exactly at the epicenter of our knowledge-based economies, where capitalist modes of production are supposed to reach their climax of competitiveness and efficiency. This happens, though, because commons-based peer production possesses features that render it capable of addressing these central contradictions mentioned above. This happens because intellectual commons offer access and equality instead of barriers to access, because they offer collaboration and creativity in contrast to hierarchy and antagonism. In terms of wealth creation, intellectual commons produce use value rather than commodities and private profit. Where they successfully spread and become sustainable, intellectual commons may even lead to the gradual decolonization of whole markets from capitalist modes of production. But normally they coexist and correlate with markets and exclusive property rights. A substantial intellectual commons is not only sustainable, but also necessary for efficient and innovative intellectual production systems. Capital outsources intellectual production to the sphere of the commons, not just to exploit labor for free, or win competitive advantage and enter new markets, or even avoid the tragedy of the anti-commons. Rather, capital also embraces commons-based peer production as a superior mode of production for the information age, capable of untapping human creativity through collaboration in ways that capital cannot address and establish. And when engaging in commons-based peer production, creators tend to employ instituent practices and to acquire constitutive characteristics in order to set up the digital foundations of their collective autonomy. They are therefore formed around socially embedded institutions that follow participatory and transparent decision-making processes to solve all major production and distribution problems. Furthermore, commons communities are not only democratically instituted in their inside, rather, they also contribute to a wider democratic change of our societies. First, by providing us with ICT infrastructures resistant to surveillance and control. Second, by providing us with, by enabling direct citizen access and participation in the formulation of the public sphere.
Next, by contributing to social accountability and transparency of public authorities and arbitrary private power, as is the case of WikiLeaks. And finally, by multiplying political organization, coordination, and mobilization, regardless of space and time limits. Enabled by technological progress, social forces change intellectual production and distribution in ways that existing intellectual property laws cannot address. In this context, we need to reinvent the rules that govern in our knowledge-based economies by radically reforming intellectual property law and by inventing policies that accommodate and embrace commons-based peer production. The first crucial step for such a shift is the reconstitution of the public domain as a real public space of sharing, collaboration, innovation, and freedom of expression. For this reason, we need to devise effective policies for the protection, expansion, and renaissance of the public domain. In addition, we are in pressing need of a law of sharing and collaborative innovation. Aspects of such a legal framework should include the following. First, the unconditional recognition and protection under the law of commons-based peer production and the special nature of intellectual works produced under that mode. Second, the recognition and respect by states of the societal constitutionalism and the right of self-governance for intellectual commons communities. Third, a bill of intellectual commons rights, a global bill at the global level, which should, among others, include the right to reserve all, some, or no rights upon one's work. Also, the right to innovate and freely express oneself by accessing, sharing, and collaborating upon intellectual works for non-commercial purposes. And finally, the right to do the same under fair use doctrine limitations for commercial purposes. And a last feature of such a law of sharing should be the granting of collective rights to intellectual commons communities to receive compensation by private corporations when their fruits of labor are used by them. Last but not least, we need to reform intellectual property laws both at the national and at the global level according to certain guiding principles that will assist to harmonize the practicing of intellectual property rights with other human rights, such as the right to freedom of expression, the right to receive and impart information, and the right to participate in the information society. Thank you very much. He thinks about reforming copyright. Nicolas Hamann, the one. Ich rede auf Deutsch. Nicolas Hamann, ich werde auf Deutsch sprechen, falls sich jemand noch Kopfhörer holen will. Ich bin Bibliothekar bei den Büchereien Wien. Das ist ein Teil jenes Bibliothekssystems, das früher unter dem Namen Volksbüchereien bekannt war. Und ich bin Mitglied des Koordinationsteams des Arbeitskreises kritischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, kurz CRIBIBI. Sie sehen das Roll-up ganz rechts außen. Und ich durfte mithelfen, diese Konferenz zu organisieren. Ich bin gestern in der Kaffeepause gefragt worden, was haben denn eigentlich Bibliothekarinnen und Bibliothekare mit Informationsfreiheit zu tun? Ich werde versuchen, Ihnen eine möglichst prägnante Antwort darauf zu geben. Bibliotheken und natürlich die in ihnen Beschäftigten haben sogar so viel mit Informationsfreiheit zu tun, dass die Idee zu einer Konferenz dieser Art von diesem Arbeitskreis CRIBIBI ausgegangen ist. Durch die enormen Kontakte und Verbindungen der beiden anderen Organisatoren, Peter Fleißen und Dimitris Zapogas, hat die Konferenz dann diese inhaltliche Breite gewonnen, wie sie jetzt für Sie präsentiert wurde. Die Voraussetzung für das Entstehen von Archiven und Bibliotheken
war die Entwicklung von Schrift. Vorher waren sie nicht notwendig, da das zum größten Teil gemeinsame Wissen ausschließlich mündlich weitergegeben werden konnte. Das ist an und für sich eine Binsenweisheit und muss nicht weiter erläutert werden. Interessanter für die Geschichte und das Wesen der Bibliotheken ist, dass das Entstehen der ersten Schriften sich parallel zur sich über tausende von Jahren erstreckenden neolithischen Revolution vollzog, also parallel zum Übergang vom gemeinschaftlichen Eigentum der Horde oder des Stammes zum Privateigentum an Produktionsmitteln, also des Privatbesitzes an Grund und Boden und Viehherden. Schrift als gegenüber der mündlichen Überlieferung dauerhafteres und exakteres Medium von Überlieferung, Wissen und Literatur entstand also zur gleichen Zeit wie der Übergang von der Gesellschaft der Jäger und Sammler zu Ackerbau und Viehzucht, der Entstehung der ersten Klassengesellschaften und des Patriarchats und der ersten Gründungen von Staaten. Privateigentum musste beschrieben, staatliche Verordnungen und Verwaltungsakte schriftlich niedergelegt werden. Es ist daher nachvollziehbar, dass die ersten in Bibliotheken und Archiven gespeicherten Dokumente Aufstellungen über Besitztümer bzw. Handels- und sonstige Verträge sowie Gesetze waren. Archive und Bibliotheken begannen also als Erscheinungsformen des Klassenstaates zu existieren. Wissen wurde zum Herrschaftswissen, folgerichtig musste der Zugang zu dem in ihnen gesammelten Wissen auf die Eliten begrenzt werden, was einerseits durch die Beschränkung des Schreibens und Lesens auf wenige Personen bewirkt wurde, andererseits durch die Platzierung der Dokumente in nicht öffentlich zugänglichen Gebäuden. An diesen Verhältnissen hat sich über viele Jahrtausende nicht viel geändert. Bis zum Ende des Mittelalters blieben sowohl Bildung als auch Zugang zum Wissen auf ganz wenige Privilegierte beschränkt. Dies lässt sich auch an der engen räumlichen Verbindung zu weltlichen, später auch kirchlichen Zentren der Macht ablesen. Erst mit dem langsamen Aufkommen des Bürgertums in der Renaissance wurde es notwendig, den Zugang zum Wissen etwas zu erweitern. Es entstanden Universitäten und mit ihnen die ersten Bibliotheken, die nicht an Fürstenhöfen und Klöstern situiert waren. Immer noch aber war Bildung ausschließlich Bildung für Eliten. Für das Volk war solche nicht vorgesehen und ökonomisch auch gar nicht nötig. Das Entstehen von Manufakturen und ersten Industrien brachte das erste Mal die Notwendigkeit mit sich, auch den unterdrückten Klassen Basiskenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen zu vermitteln, was eine Verpflichtung zum Schulbesuch für alle erforderlich machte. Dies führte in allen Staaten, deren Gesellschaftsform sich vom Feudalismus zum Frühkapitalismus wandelte, zu gespaltenen Schulsystemen. Basisbildung für das Volk, erweiterte Bildung für die herrschende Klasse und für die, deren Aufgabe es sein sollte, die Herrschaftsverhältnisse zu stützen und zu sichern. Die ökonomisch notwendig gewordene Verbreiterung des Zugangs zu Wissen war für die Eliten allerdings immer ein zweischneidiges Schwert. Einerseits erforderlich, um die Wirtschaft weiterzuentwickeln, andererseits gefährlich, weil mehr Bildung auch zu mehr Einsicht in die Ungerechtigkeit der Klassengesellschaft und vor allem zu mehr Weitsicht bezüglich der Möglichkeiten, diese zu verändern, erlaubte. Folgerichtig entwickelten sich unter aktiver Beteiligung der unterprivilegierten Schichten nun neben den Bibliotheken der Elite sogenannte Volksbüchereien. In den Niederlanden und den skandinavischen Staaten wurden daraus die Public Libraries und natürlich in England und in den USA, die in den meisten Fällen durch Gesetze geregelt und abgesichert wurden. In Österreich und Deutschland etwa besteht die organisatorische Trennung zwischen jetzt öffentlich genannten Volksbüchereien und wissenschaftlichen Bibliotheken bis heute. Dass ein gut organisiertes und attraktives Bibliothekssystem sehr viel mit Lesefähigkeit und Medienkompetenz als Grundvoraussetzungen
für Informationsfreiheit zu tun haben, beweist sich jedes Mal an den Ergebnissen der PISA-Tests und verwandter Studien, wo regelmäßig Probandinnen jener Länder an der Spitze liegen, die auch gut ausgebaute und von einem großen Teil der Bevölkerung angenommene Bibliotheken haben. Wie ist die Situation heute? Die Freiheit, sich, und jetzt kommt ein Zitat, über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten, ist zum Grundrecht geworden. Das ist aus der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, Artikel 19, und hat in die verfassungsrechtlichen Bestimmungen vieler Staaten Eingang gefunden. Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland etwa formuliert im Artikel 5, jeder hat das Recht, sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. De jure sind alle von der öffentlichen Hand geführten Bibliotheken für alle frei zugänglich. De facto haben sich aber die alten Verhältnisse tradiert. Nationalbibliotheken und Universitätsbibliotheken werden nach wie vor von Personen mit niedrigen formalen Bildungsabschlüssen wenig frequentiert, obwohl der Begriff des lebenslangen Lernens mittlerweile allgemein gut geworden ist. Das wahre Problem des freien und ungehinderten Zugangs zu mittlerweile vor allem auch digital verfügbaren Informationen, Wissen und künstlerischen Werken liegt aber nicht mehr in staatlicher Beschränkung, zumindest in den demokratischen Ländern, sondern vielmehr in der Politik der zunehmend als Monopole organisierten Verlage. Während Bibliotheken im Zeitalter der physischen Medien Eigentum an Büchern, Zeitschriften, DVDs und CDs erwerben und diese aufgrund gesetzlicher Bestimmungen frei zur Verfügung stellen und verleihen konnten, können sie bei elektronischen Medien über privatrechtliche Verträge mit den Verlagen nur mehr Nutzungslizenzen erstehen. Auf diese Art und Weise erhalten die Verlage nicht nur Einfluss auf die Bestandspolitik der Bibliotheken, denn sie können solche Lizenzen auch ohne Begründungen verweigern, sondern auch auf die Verleihbedingungen. So dürfen zum Beispiel ganz viele E-Medien nur in den Räumen der Bibliothek und nur an speziellen, ausschließlich das Lesen, nicht aber das Kopieren oder gar Drucken ermöglichen Bildschirmen eingesehen werden. Als Gegenbewegung entstand im wissenschaftlichen Publikationswesen vor etwa 25 Jahren die Open Access Bewegung, über die meine Kollegin Dr. Lisa Schilhan nachher noch berichten wird. Im Bereich der elektronischen Literaturmedien läuft erst jetzt eine Kampagne The Right to E-Read, Legalize It, an, die erreichen soll, dass auch für E-Books die früheren Verleihbedingungen gelten sollen. Auf alle Fälle führt sowohl für die Öffentlichkeit als auch für die Bibliotheken kein Weg daran vorbei, sich mit urheberrechtlichen Bestimmungen, also mit den für das sogenannte geistige Eigentum geltenden Regeln, völlig neu auseinanderzusetzen. Die Produktionsbedingungen für künstlerische Werke einerseits und wissenschaftliche Forschung andererseits haben sich weit auseinanderentwickelt. Während in der Kunst das frei- oder nebenberufliche Einzelkämpfertum weiter vorherrscht, obwohl auch hier kollektive Schaffensprozesse im Vormarsch sind, arbeiten Wissenschaftlerinnen vorwiegend in Teams und meistens in einem, wenn auch oft prekären, Anstellungsverhältnis. Für beide Gruppen gilt, dass das ursprünglich der Idee von Urheberinnenrechten zugrunde liegende Versprechen, den kreativ Arbeitenden dadurch den Lebensunterhalt zu sichern, für die große Menge nie eingehalten wurde. Meiner Meinung und der Meinung vieler fortschrittlich denkender Menschen nach wird sich die Verwirklichung dieses Versprechens auch durch gesetzlich verschärfte und mit DRM-Maßnahmen technisch erzwungene urheberinnenrechtliche Maßnahmen nicht erreichen lassen. Anzudenken wären vielmehr ganz andere Ideen sozialer Absicherung, wie etwa das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Weiterhin aber muss der Grundsatz der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gelten. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen,
die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen. Artikel 27.2. Bibliotheken und Archive waren schon immer jene Institutionen, in denen Informationen, Wissen, literarische und andere künstlerische Werke gesammelt, geordnet, systematisiert, aufbereitet und bereitgestellt wurden. Für Bibliotheken und damit für die Öffentlichkeit als deren Auftraggeberin ist es daher auch in digitalen Zeiten notwendig, dass es eine gesetzlich geregelte, flächendeckende Versorgung mit Bibliotheken gibt, dass alle Bibliotheken eines Landes in einem spartenübergreifenden System mit innerer Durchlässigkeit gemeinsam organisiert und weiterentwickelt werden. Dass Bibliotheken jene finanziellen Mittel erhalten, die ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen. Dass der Zugang zu veröffentlichtem Wissen in jeder Form für alle frei, kostengünstig oder kostenlos und auch online von jedem Ort der Welt aus möglich ist. Dass auch in privatwirtschaftlich organisierten Betrieben erarbeitetes Wissen öffentlich einsehbar ist. Dass Verlagen kein Recht eingeräumt wird, über privatrechtliche Lizenzverträge den Zugang für die Öffentlichkeit zu wichtigen Informationen und Wissen sowie zu literarischen und anderen künstlerischen Werken zu beschränken. Dass Bibliothekarinnen möglichst bestmöglich ausgebildet werden, um diesen Anforderungen in ihrer Arbeit in ordentlichen Beschäftigungsverhältnissen gerecht werden zu können. Denn, wie der Artikel 27.1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte formuliert, jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben. Das war also ein Versuch einer kurzen Antwort auf eine Frage von gestern. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.kribi.at. Da gibt es eine ganze Reihe von Artikeln und sonstigen Stellungnahmen zu diesem Thema. Dankeschön. Hallo und herzlichen Dank an die Organisatoren für die Einladung. Mein Name ist Lisa Schilhan, ich arbeite an der Universitätsbibliothek in Graz und ich habe das Glück, eine tatsächliche Open Access Stelle an der Universitätsbibliothek zu haben. Das heißt, ich kann mich tatsächlich auch beruflich um das Thema Open Access kümmern. Ich möchte gleich anschließen auf das Subito-Service, das vorher von Dr. Losehand vorgestellt wurde. Genau diese Dienstleistungen und diese Probleme eigentlich, die Subito ja zu lösen versucht, genau mit diesen Problemen habe ich tagtäglich zu tun. Ich versuche nämlich eine Vermittlung zu sein zwischen Wissenschaftlern und Verlagen, beziehungsweise versuche ich Wissenschaftlern zu helfen, ihre wissenschaftliche Literatur frei zugänglich zu machen. Bis nämlich der User so weit kommt, dass er 35 Euro für einen wissenschaftlichen Artikel zahlen muss, über Springerlink zum Beispiel, da passiert ja vorher schon einiges. Also vielleicht um einen kurzen Einblick über das wissenschaftliche Publikationswesen zu geben. Wissenschaftler werden von der Öffentlichkeit finanziert, also Professoren an den Universitäten sind ja natürlich aus öffentlicher Hand finanziert. Die Ergebnisse aus diesen Forschungen werden von einem Wissenschaftler in Form von wissenschaftlichen Artikeln verfasst und Zeitschriftenverlagen, also wissenschaftlichen Verlagen, zur Verfügung gestellt, kostenlos. Wissenschaftler bekommen in der Regel nichts dafür, dass sie ihre Artikel in Zeitschriften publizieren. Bei den meisten Zeitschriften gibt es dann ein Review-Verfahren. Das heißt, der eingesendete Artikel wird an zwei Gutachter geschickt. Diese zwei Gutachter sind Experten in ihrem Wissenschaftsgebiet, die wiederum an irgendwelchen Universitäten arbeiten und wiederum von der öffentlichen Hand finanziert sind. Die geben dann ihre Begutachtung zurück und der Verlag entscheidet dann, ob dieser Artikel publiziert wird oder nicht. In dieser Zeitschrift, in der dieser Artikel erscheint, diese Zeitschrift wird den Bibliotheken dann wiederum zurückverkauft. Also Bibliotheken
die wiederum öffentlich finanziert sind, kaufen wissenschaftliche Ergebnisse aus Forschungen, die von vornherein schon öffentlich finanziert wurden. Dieses traditionelle Publikationssystem hat so lange ganz gut funktioniert für die Verlage, bis die sogenannte Price Serial Crisis entstanden ist, also dass Verlage einfach immer mehr für ihre Journals verlangt haben. Also die Subskriptionspreise sind zwischen 50% und 200% gestiegen. Dann kam die Open Access, das Open Access Movement, das gesagt hat, okay, es geht jetzt einfach nicht mehr, wir können uns das nicht mehr leisten. Wie könnte man raus aus diesem Problem? Man kann natürlich seine eigene Arbeit, also man könnte, und das ist unsere Empfehlung auch, die eigene Arbeit nicht einfach so an Verlage verschenken. Verlage machen ganz gutes Geld damit, dass sie dieses Wissen, also diese Forschungsartikel gratis bekommen, gratis begutachten lassen und sich dann teuer von den Bibliotheken wieder abkaufen lassen. Also wissenschaftliche Literatur steht generell hinter dieser großen Barriere, dass sie nur in Bibliotheken zugänglich ist und dort wiederum nur mit ganz besonderen Einschränkungen, wie schon vorher erwähnt wurde, das heißt nur an bestimmten Computern, nur mit bestimmten IP-Kreisen und so weiter. Also nicht einmal, wenn man die ganze Zeitschrift kauft, hat man richtig guten Zugriff darauf, sondern das sind immer noch große Einschränkungen. Und wie können nun Bibliothekare in dieser ganzen Sphäre teilnehmen oder wie können wir als Bibliothekare hier unterstützend tätig werden? Ich denke, dass es notwendig ist, dass mehr Universitäten oder mehr Universitätsbibliotheken Open Access Stellen einrichten. Also dass Bibliothekare Jobs bekommen, die dezidiert nur für diese Tätigkeit angestellt werden, dass sie Wissenschaftlern helfen, ihre Publikation frei zur Verfügung zu stellen. Das ist nämlich eine relativ schwierige Geschichte. Also es ist gar nicht so einfach bei einem Verlag, alle Verträge, die sie mit den Autoren haben, zu durchschauen. Viele Verlage verstecken diese Informationen über die Open Access Options sehr gut. Und es ist notwendig, dass hier in den Bibliotheken eine Art Knowledge Base aufgebaut wird. Also dass sich Bibliothekare konzentriert um diese Arbeit kümmern, weil es für die einzelnen Wissenschaftler eine, doch würde ich sagen, zu umfangreiche, zu komplizierte Arbeit wäre. Forscher sollen forschen und wir kümmern uns um die Verbreitung dieser Materialien. Denn das ist ja das eigentlich, was Bibliotheken schon immer gemacht haben, Zugang zu Informationen sicherzustellen. Und wenn wir es schaffen, diese Informationen, die wir sowieso schon öffentlich finanzieren, auch noch frei zur Verfügung zu stellen, umso besser. Ich glaube auch, dass das Bild der Bibliothekare dann steigen würde, also das Image von Bibliothekaren, sich steigert, wenn wir nicht so diesen Eindruck erwecken, als ob wir auf unseren Büchern drauf sitzen und sie nicht hergeben wollen, was ja viele immer noch glauben, sondern wir wollen ja eigentlich die Literatur verbreiten und eigentlich dafür sorgen, dass man sie lesen kann. Also meine Verbesserungsvorschläge für das System wären auf jeden Fall, mehr Bibliothekare für den Bereich Open Access einzustellen, aber auch auf Seiten der Politik für nationale Open Access Policies zu sorgen, beziehungsweise uns einfach auch den Rücken zu stärken bei unserer täglichen Arbeit und uns den Rücken zu stärken bei den Verhandlungen mit den Verlagen. Also es ist schwierig, so als einzelner kleiner Bibliothekar aus irgendeinem hinteren Kuhdorf zu sagen, ja, aber ich würde gern bitte jetzt hier diesen Artikel frei zur Verfügung stellen. Das kann manchmal recht schwierig sein. Also wenn es da ein bisschen einen politischen Background gebe, das wäre sehr schön. Und auch Universitäten sollten anfangen, mehr Open Access Policies für ihre Wissenschaftler einzurichten. Es ist sehr schön, wenn man hier als Bibliothekar diesen Rückhalt hat und sich an bestimmten Policies orientieren kann. Was ein weiterer Teil der neuen Rolle der Bibliothekare sein könnte, wäre meiner Meinung nach eine Art Marketing- oder Awareness-Politik zu betreiben. Und zwar jetzt innerhalb der Wissenschaftler, dass sie eben nicht ihre hart erarbeitete ihre Forschungsergebnisse einem Verlag verschenken und alle ihre Rechte damit abgeben. Also teilweise schauen diese Autorenverträge wirklich aus, als würde man seine Seele verkaufen. Da einfach sich, dass die Wissenschaftler sich mehr emanzipieren und auf ihre Rechte beharren und nicht einfach ihr Copyright abtreten und jegliche Verwendung
dieser Forschungsergebnisse dem Verlag überlassen. Ja, also ich denke, im Moment wäre es das von meiner Seite. Ich würde mich freuen, wenn nachher noch Kommentare kommen. Also mein Beitrag ist jetzt, mein Input ist jetzt nicht so lang. Ich würde mich freuen, wenn dann noch ein paar Diskussionsbeiträge kommen würden. Dankeschön. Danke vielmals, Herr Hamann. Meine Damen und Herren, mein Name ist Paloma Fernández de la Hoz. Ich bin seit einigen Jahren schon Mitarbeiterin der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Für diejenigen, die aus dem Ausland kommen, ist die Katholische Sozialakademie Österreichs eine Einrichtung der Bischofskonferenz, der Katholischen Bischofskonferenz Österreichs, die sich befasst vor allem mit Sozialanalyse und mit politischer Erwachsenenbildung. Bei der Sozialanalyse geht es uns vor allem um die Frage nach der sozialen Ausgrenzung, Armut und den Alternativen im Hinblick auf eine gerechtere Gesellschaft. Das ist, was uns bewegt. Ich musste ein bisschen zu Beginn lachen, weil ich habe gesehen gestern Abend, als ich fertig war mit meinem Statement, dass es zu katholisch ist, also zu programmatisch. Oder vielleicht zu römisch, weiß ich nicht, was darin liegt, aber wie auch immer, habe ich mir gedacht, na, ich verbessere gar nichts. Ich lasse das als Anlass zum Austausch von gemeinsamen Überzeugungen und zu sehen, oder vielleicht auch in den Dialog diese Überzeugungen zu verfeinern. Was ich Ihnen garantiere, ist das, was jetzt gesagt wird, daran glauben wir und versuchen uns danach zu richten. Und ich habe diese Überzeugungen in 5 Thesen artikuliert. Also ich habe weniger als 2 Minuten pro These, dann renne ich schon. Die erste These lautet, das Recht auf Information ist ein Bürgerrecht. Das Recht auf Information ist ein Bürgerrecht, weil Menschen Informationen benötigen, um überhaupt Bürger sein zu können und als solche in einer Demokratie zu handeln. Diese Information betrifft meines Erachtens alle Aspekte des sozialen Lebens, die Wohlstand, Chancengleichheit, Frieden ermöglichen oder im Gegenteil hemmen. Allein ein demokratisches politisches System kann im Prinzip Chancengleichheit, soziale Mobilität und einen hohen Grad an sozialer Integration ermöglichen. Dieser hohe Grad an sozialer Integration impliziert auch, dass die Bürgerinnen sich mit der Gesellschaft identifizieren, in der sie leben. Ein niedriger Grad an sozialer Integration führt unweigerlich zur Entfremdung, zur Desinteresse an der Res Publica, an die Republik. Ein hoher Grad an sozialer Integration ermöglicht zumindest im Prinzip, ich betone das, zumindest im Prinzip sozialen Zusammenhalt und Solidarität. Diese Aspekte sind mir sehr wichtig, weil Menschen sind und bleiben handelnde Subjekte mit ihren Gefühlen, ihren Interessen, ihren Wahrnehmungen und Überzeugungen. Zweite These, Information ermöglicht Transparenz und Transparenz schützt vor Korruption. Ich bin kein Mitglied von Transparenz International, aber ich habe die NGO hat verdammt gut gesetzt diesen Namen. Es ist ein sehr gelungener Name. Transparenz ist die unverzügliche Grundvoraussetzung für die Vorbeugung und auch für die Bekämpfung von Korruption. Je deutlicher die Befugnisse und Handlungsgrenzen von Menschen definiert werden, die ein Amt bekleiden oder ein großes Ausmaß an sozialer Verantwortlichkeit tragen, je besser alle Beteiligten informiert sind, desto weniger Raum bleibt für korruptes Handeln, das Demokratie aushöhlt. Leider ist diese These alles andere als abstrakt. Sie ist reich, wenn Sie den Standard von heute oder egal welche Zeitung durchblättern und Sie werden Fälle finden, wo es die Rede ist von trüben Geschäften oder trüben Handlungsweisen, die nicht ans Licht der Öffentlichkeit aus sehr guten Gründen getragen worden sind. Ich habe vorgestern erfahren, wieder gelesen, dass sogar Olaf,
also das Ressort der Europäischen Union für die Bekämpfung von Korruption, von dem Parlament, von dem Europaparlament moniert wurde, weil auch da ins Zwielicht einige Funktionäre zumindest geraten sind. Entgegen der Gedanke, der mir sehr wichtig ist, in dieser zweiten These, und ich bin mit dir fertig, aber entgegen einem üblichen Bild, das kursiert in der Öffentlichkeit, ist Korruption keine Sache von armen Ländern, unterentwickelten Ländern oder Südländern von der Europäischen Union. Also wir sollten uns abschminken, dieses Bild von dem Norden als das immakulate Ort der Tugend und den Süden der Ort, wo alle möglichen trüben Geschäfte erfolgen, weil sonst werden wir blind sein gegen die Korruption, die generiert wird und manchmal exportiert wird auf andere Länder. Die Ursachen dieses Phänomens sind sehr unterschiedlich, wir können darüber später diskutieren. Ich komme auf meine dritte These, Demokratie braucht Bildung. Und da lande ich langsam zum Gebiet der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Demokratie braucht Bildung ist ein Motto, das wir seit Jahren gesetzt haben und das wir versuchen durchzuziehen in allen unseren Veranstaltungen, Kursen, Seminaren und Organisationen. Korruption blockiert Entwicklungsprozesse in einigen Ländern, bedroht den bereits erreichten Wohlstand in anderen und führt überall soziale Instabilität. Langfristig wird der Staat ausgehöhlt, sodass seine Rolle als Garant von Rechten geschwächt wird, während soziale Ungleichheiten zunehmen. Daher die Bedeutung von Instrumenten, um ein derart schädliches Phänomen so genau wie möglich zu analysieren und in der Folge bekämpfen zu können. Natürlich ist Massmissbrauch jeglicher Art, gehört in erster Linie bekämpft durch rechtmäßigen Maßnahmen, durch Strafmaßnahmen sowie durch Maßnahmen der politischen Kontrolle. Aber, und dieser erste Gedanke, dass das allerwichtigste Strafmaßnahmen sind und Controlling-Maßnahmen, aber auch diese Maßnahmen müssen unweigerlich ergänzt werden durch andere Faktoren und andere Kanäle, Interventionskanäle. Denn Demokratie ist nicht nur ein politisches System. Demokratie ist auch eine politische Kultur. Und diese politische Kultur wird nur durch Information und auch durch soziale Kommunikation ermöglicht. Ein Leben in Würde und Selbstbestimmung für alle, anders ausgedrückt, soweit es geht, ist ein umso realistisches politisches Ziel, je mehr alle Bürgerinnen oder viele Bürgerinnen zumindest einsehen, dass für ein derartiges Projekt der Einsatz ihrer eigenen Tatkraft und Entschlossenheit erforderlich ist. Vierte These. Das Recht auf Information ermöglicht und führt uns direkt zum Recht auf Partizipation. Information allein reicht überhaupt nicht. Demokratie erfordert viel mehr als die passive Akzeptanz der Bürgerinnen. Eine intensive soziale Kommunikation ist unentbehrlich, um a. Beteiligung zu fördern, b. Vernetzungsarbeit und Organisationen in der Zivilgesellschaft zu ermöglichen, c. soziale Konflikte produktiv und friedlich zu verarbeiten. Stehen die Bürgerinnen nicht mehr mit Leib und Seele hinter diesem politischen System, ist höchste Gefahr im Verzug. Aktuelle Werte und Meinungsstudien legen ein deutliches Unbehagen der Österreicherinnen und der Österreicher mit ihrem politischen System offen, das selbstverständlich nicht mit Demokratie als Leitprinzip gleichzusetzen ist. Viele Bürgerinnen und Bürger unterscheiden zwischen den von ihnen nach wie vor geschätzten Leitvorstellungen der Demokratie und der sie oft enttäuschenden Realpolitik. Aber die Kluft als solche ist auf die Dauer sehr problematisch. Denn im Kontext der sogenannten Wirtschaftskrise sind Anzeichen einer autoritären Versuchung, wenn auch in der Minderzahl, deutlich genug spürbar. Darüber hinaus werden soziale Polarisierungen gefördert, wenn sich politische Transparenz und Klugheit als defizitär erweisen. Die Wahl, vor der wir stehen, ist entweder mehr Demokratie oder die Schwächung derselben. Fünfte und letzte These.
Der Beitrag der politischen Bildung ist der folgende. Dazu zu führen oder dazu zu helfen oder einen Beitrag zu leisten, um Demokratie überhaupt zu lernen. Demokratisch zu handeln wird gelernt. Das ist, was ich meine mit dieser fünften These. Ein politisches System, das eine entsprechende Kultur benötigt, kann unmöglich auf einen Katalog von Normen reduziert werden, nach denen sich die Bürgerinnen und Bürger irgendeiner metaphysischen Selbstverständlichkeit richten. Es geht dabei um einen ständigen multilokalen Prozess in der Familie, am Arbeitsplatz und auf der Straße, in dem diese Demokratie, dieses demokratische Handeln gelernt wird. Was die politische Bildung dazu beitragen kann, ist, Projekte zu avancieren, Vernetzungen zu ermöglichen und zu intensivieren, Vertiefungsarbeit zu betreiben. Kurzum, Räume zu schaffen, wo bestimmte Lernprozesse intensiviert, reflektiert und vertieft werden. Und bei diesen Lernprozessen denke ich zum Beispiel daran, Informationen verstehen zu lernen, diese zu dekodieren und zu prüfen oder sich Zugang zu weiteren Informationen zu verschaffen, nicht nur zu den Primaren, die zu mir kommen. Drittens, sich eine eigene Meinung durch Information und Reflexion zu bilden. Also das ist eine Sache, die eine Arbeit nach einer Arbeit verlangt. Viertens, in Kontakt mit den eigenen Gefühlen und Selbstverständlichkeiten zu kommen, irgendwann einmal. Dafür hätte ich köstliche Anekdoten, aber ich erspare Ihnen sie. Viertens, die eigenen Überzeugungen mit anderen zu kontrastieren, diese verfechten zu lernen. Wer, wie ich, viele Jahre gearbeitet hat unter Jugendlichen der unqualifizierten Arbeiterklasse in Spanien, weiß zu schätzen, wie wichtig ist es, nicht nur zu wissen, dass man moralisch Mann, Frau Recht hat, sondern auch das verfechten zu können oder artikulieren zu können. Die Liste könnten wir bis zur Sättigung ausdehnen. All diese Einübungen, all diese Verhaltensweisen zielen in der Substanz darauf ab, das einzige demokratisch mögliche Menschenbild zu bestärken. Es geht um die Vorstellung von den anderen als Gleiche und um eine starke Vorstellung davon, dass wir die anderen bedürfen, um gut leben zu können. Vielen Dank. Ja, danke. Markus Hamitner? Hi. Ich werde auf Englisch sprechen, nur zur Info. Hi, I'm Finn, I'm from the Internet and from the Austrian Campaign for Freedom of Information. I also run fragdenstaat.at, a FOI portal that allows citizens to request documents and information from public institutions. And incidentally, I'm an Austrian citizen, and as an Austrian citizen, I hereby want to welcome you to the desert wasteland of freedom of information, in the sense of the right of access to information. Austria is singular in the world as a country that has the secrecy of governments in the constitution. We do have some laws pertaining to access to information. In international comparisons, the 97 countries that have laws pertaining to this, Austria's is ranked 97th. So we've been last for a couple of decades now. And what this does to culture is interesting. Either you could have a totally ungrounded in facts public discourse, or you could become the world capital of small leaks. Austria is arguably number two, so we have a lot of back channels where information can flow.
which is interesting, and an interesting case for if everything's secret, nothing's secret. We do not know of any successful prosecutions for not following the principle of keeping governance secret, but it's a good deterrence to an open society. Austria's public discourse functions mostly press release based. There's no circulation of original docs in the press, usually. Which amounts to some kind of pre-censorship, if you think about it, to a censorship at the root. If there's no information, there's little reason to claim the public discourse is based on facts. And also interesting is we try to increase the right to participation. Like on local government level, we allow 16-year-olds to vote, which makes Austria also a very efficient machine of turning people in really frustrated about politics. If you're a 16-year-old teenager in high school and you first try to confront a politician and ask for information and you're met with a stone wall of silence or misinformation, you tend to get frustrated. And that's basically us. And it's doubly hard living here because there's an oasis of freedom of information right across the border. We have Slovenia, a country with, according to the right to information rating, the third best RTI legislation in the world. Slovenia has all the things that we as a campaign want. They have the right, a subjective right of every citizen to access to information. They have right to access to documents. And they have very limited exceptions, and these are not absolute. So there's always the public interest that has to be considered. Also, like any country that has a 21st century FOI legislation, they have the public services have the obligation to publish certain kinds of information, often requested information, or information that's obviously in the public interest, like like contracts with private organizations are obviously just published. And above all, this is a relatively recent law, and they were aware of the massive culture change that was needed to encourage good transparency. And Slovenia has, therefore, an information commissioner that is tasked with keeping the government transparent. An information commissioner is a really interesting concept. As most of you know, that there's a data protection commissioner in every country, usually. And the information commissioner is basically the same, but for freedom of information. If your request for information gets denied, the freedom of information commissioner is the one you first go to. You don't have to sue the government, which is kind of awkward. I've done that. But you can just go informally to information commissioner, appeal there, and their task is to be your representative in opposition to a public organization. So Slovenia, pretty great. And this is where my analogy totally breaks apart, because Austria is also part of the EU. And it's really hard to be a desert wasteland inside another oasis. The EU is pretty transparent when it comes to being an international organization. They have all the things I listed about the Slovenian legislation. They have. We as EU citizens can just ask for any information from Parliament, from the Commission, from the Council. And they have things like you need an answer within 15 business days. In Austria, you need to wait 8 weeks. So things ain't hard is basically the lesson. Also, Austria signed the European Convention of Human Rights,
anti-European Court of Human Rights has created a right to information as part of the right to free speech, because they argue informed speech is better than uninformed speech. Back to Austria, who of you has ever filed the information request? Who has officially asked for information? So there's like five here and the FOI contingent over there. Most of us don't even know we have the opportunity to do so, actually. And that's a terrible thing. So we've been campaigning for better freedom of information legislation for a year now. And like 1 month after we started, we had support from both major parties in Austria and the opposition. We have everyone on record like, freedom of information is great. We should really do something about that. After half a year or so, we forced them to publish the drafts and to say they're disappointing, is to say the least. They start with defining information as everything that's really specific, every information that's created for administrative purposes, excluding notes and drafts, so basically nothing. And the conditions get worse. So Austria is also a country of kind of faking doing it, but not really doing it. And our task now is basically to have forced them to improve on the proposed legislation. And as I said, it's not rocket surgery. There's institutions we're part of that are doing better than us. We have neighboring countries that are doing better than us. And politicians at the moment saying it's really complicated, just haven't done the research. That's basically my introduction. I'm happy to answer questions. And I'm here because I don't want to keep having to beg for information. Thank you. Well, thank you, Markus. And Theresa Stolz sitzt noch. Danke. Ja. Herzlichen Dank. Also mein Name ist Theresa Stolschitz. Ich bin heute hier in meiner Funktion als Vizepräsidentin der österreichischen Liga für Menschenrechte. Das ist jene Menschenrechtsorganisation, die älteste in Österreich ist, bereits in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts gegründet und Teil der International League des Droits de l'Homme und aktiv in verschiedensten Gebieten, unter anderem auch den Aspekt des Zugangs zu Informationen, der Gegenstand dieser Konferenz ist. Und deshalb erging die Einladung, hier was zu sagen an mich. Ich möchte aber auch nicht verschweigen, dass ich alles, was ich jetzt sagen werde, vor allem aus dem Background beziehe, der mich beruflich in den letzten 2,5 Jahrzehnten oder fast 3 Jahrzehnten begleitet hat. Davon war ich 17 Jahre lang Abgeordnete zum österreichischen Nationalrat einer Oppositionspartei. Die Österreicher wissen es, der Grünen, aber die Damen und Herren aus dem Ausland nicht. Und danach 6 Jahre Volksanwältin, Ombudsman. Eben nicht Ombudsman, das ist jetzt institutioneller Begriff, ja. Weiblicher Ombudsmann in Deutsch. So. Deshalb möchte ich hier sozusagen 3 kurze Bemerkungen machen und am Ende noch Ihnen eine kleine Geschichte erzählen aus der eigenen Erfahrung zum Thema 16-Jährige, Ihr Interesse an Information, Zugang zu Information und wie die Wirklichkeit ist, um jetzt an den Herrn Hamitner anzuschließen. Als erstes, wie ist es aus der Sicht der österreichischen Liga für Menschenrechte und meiner individuellen in Österreich? Wir sind ein Land mit unterentwickelter Informationsfreiheit. Hier vor allem Informationszugangsfreiheit. Also hat ja hier noch niemand ein
Podium etwas anderes behauptet. Also das behaupte ich auch erstens. Das Zweite ist, die Tatsache, dass die österreichische Bundesverfassung ja, hier das Amtsgeheimnis weltweit fast einmalig so intensiv schützt, ist eine, die wir zur Kenntnis zu nehmen haben, denn wir haben uns alle an die Verfassung zu halten. Auf der anderen Seite ist das, wie österreichische Behörden diese Tatsache ausleben, würde ich sagen, nämlich diese BVG-Bestimmung nach Geheimhaltung, nicht die einzig wahre Erklärung, warum die Verfasstheit in Bezug auf Informationszugang in diesem Land so ist, wie sie ist, sondern, und das ist jetzt so quasi Selbsterlebtes, es ist ein Relikt tatsächlich obrigkeitsstaatlicher Politik und Verwaltungspraxis. Und die ist fast in den Genen, aber ich hoffe, ich meine, das sage ich jetzt ein bisschen sarkastisch, ich hoffe doch nicht. Denn wenn sie schon genetisch wäre, dann würde niemand von uns, unsere erste, zweite Generation hier eine Änderung erleben. Also ist jetzt nicht wirklich ernst gemeint, aber ich wollte damit zum Ausdruck bringen, wie intensiv dieses obrigkeitsstaatliche Praxis der Politik und Verwaltungspraxis ist. Woher rührt das? Wissen ist Macht, das haben wir ja schon vorher gehört. Und was tut man ungern als Macht teilen? Ja, und deshalb ist irgendwie klar, dass auch Behörden so handeln, dass was sie wissen, kein anderer weiß, das schützt sie und sozusagen lässt sie in dieser gläsernen Blase gut existieren. Das alles gepaart mit der Befürchtung, dass halt die Normunterworfenen, das ist ja überhaupt ein wahnsinnig schönes Wort, Normunterworfenen in der Rechtsordnung, dass die Bürgerinnen, die Normunterworfenen, wenn sie ein bisschen besser über staatliches Handeln Bescheid wüssten, natürlich auch unangenehme Fragen stellen. Ja? Und was will man vermeiden? Nämlich, man will vermeiden, dass diese unangenehmen Fragen gestellt werden, denn nichts einfacher als in Österreich sich auf die Verschwiegenheitspflicht zu berufen. Das ist halt ein bisschen eine Schilderung der Situation. So, also so ist es. Was soll jetzt geschehen aus der Sicht jetzt einer NGO? Aus unserer Sicht ist es selbstverständlich so, dass es mehr Transparenz braucht, denn Transparenz schafft das Recht auf Information. Ich meine, jetzt wiederhole ich nicht noch einmal, aber um es wirklich sickern zu lassen, das Amtsgeheimnis in seiner jetzigen Form ist überholt. Das ist aber nicht etwas, was ich jetzt sage oder was wir hier sagen, das sagt auch das neue Regierungsprogramm der jetzigen österreichischen Regierung, erst ziemlich neu, noch ein paar Monate alt. Und Sie haben ja das auch schon erwähnt, dieser Wunsch ausgedrückt nach dem einem Informationsfreiheitsgesetz. Ja, niemand hier im Raum wird sagen, das ist keine gute Idee. Jeder wird sagen, ja, es ist nur eine Frage, wie schaut es aus. Für mich ist da ganz klar, dass dieses umfassende Recht auf Information und dadurch auch die automatische Öffnung der Ämter und der Behörden das Amtsgeheimnis sozusagen aus dem Weg räumt und dass es dadurch abgeschafft wird. Und dem Grundsatz natürlich folgen muss, dass Information, die in allen öffentlichen Stellen vorhanden ist, dass der Grundsatz, dass das der Allgemeinheit gehört, ja, und nicht der Behörde gehört, dass das die öffentliche Zugänglichkeit sozusagen bedingt. Ja. Und das alles, und das ist eine Schwierigkeit, die jetzt hier am Podium noch nicht so wirklich gesagt wurde, und das alles mit der Berücksichtigung des Grundsatzes auf absoluten Datenschutz in Hinblick auf persönliche Daten. Das ist, da spreche ich jetzt als NGO-Vertreterin, also eigentlich völlig selbstverständlich aus unserer Sicht, aber es wichtig, mir wichtig ist, hier noch einmal zu sagen. Die Pflicht, also
jetzt schon die Pflicht, aber künftig sozusagen richtig, die Pflicht aller Staatsorgane, Informationen, die von öffentlichem Interesse sind und der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen sollten, die ist das Ganze um und auf. Also Open Government, das ist das Thema der nächsten Dekade, aber ganz, ganz intensiv. Und das möchte ich so mit den Worten beschreiben, dass das Auskunftsrecht, das der Einzelne die Einzelne hat, parallel dazu existiert auch die Veröffentlichungspflicht von Daten, Informationen und Knowledge, also Wissen, das die Allgemeinheit hat. Komme ich schon zu meinem letzten Punkt. Wie stelle ich mir jetzt, kann ich natürlich nicht irgendwie umhin, dass ich lange Jahre auch Politikerin war, sozusagen auch hier kurz und komprimiert zu sagen, und wie stelle ich mir das vor? Ein wesentlicher Punkt, der dem sozusagen vorangestellt ist, ist der Grundsatz, dass dort, wo tatsächliche Notwendigkeit gegeben ist, der Rechtsschutz zu verstärken ist in Bezug auf sämtliche Evaluierungen von Überwachungsmaßnahmen, die es gibt. Das ist jetzt, also es wurde heute jetzt in diesen letzten 1,5 Stunden noch nicht gesagt, aber da liegt auch so manches im Argen beim Rechtsschutz auf Informationen, die legalerweise bereits zur Verfügung stehen, als erstes. Als zweites, es liegt auch sehr im Argen die Frage der Zustimmungspflicht bei der Datenspeicherung, und vor allem, wie die jetzt auch rechtlich gelöst ist. Und diese explizite Zustimmungspflicht, die darf nicht auf der Ebene von den allgemeinen Geschäftsbedingungen sozusagen irgendwo im ganz Kleingedruckten wie bei den Beipackzetteln von Medikamenten abgehandelt werden, sondern sie muss tatsächlich auch etwas sein, was im Bewusstsein und im Kopf und bedingt durch eine enorme Sichtbarkeit beim Abschluss und bei der Konfrontation auch gegeben ist. Der vierte Punkt, der wurde von Ihnen schon angesprochen, ist ja auch kein Wunder, von der Katholischen Sozialakademie, die von ihrem, also so kenne ich sie seit 30 Jahren, die von ihrem von ihrer Selbstverfasstheit so etwas wie ein Sendungsbewusstsein hat. Das meine ich jetzt ganz positiv auch katholisch. Das ist ja nichts Unanständiges, bitte. Hätten es nur alle so intensiv. Das ist diese Frage, dass die Medienkompetenz und die Medienbildung sehr rudimentär nur entwickelt ist. Und hier vor allem eine ganz starke Forderung, dass das integraler Bestandteil jetzt auch im Schulsystem sein muss. Und hier nicht auf ein Fach, das dann Medienkunde oder Medienkompetenz heißt, sondern Fächern ein integrierter Bestandteil ist. Also das ist natürlich jetzt das Plädoyer, die Lehrer und Lehrerinnen müssen auch entsprechend in ihrer Ausbildung darauf vorbereitet werden. Und mein letzter Punkt ist was Ihnen wahrscheinlich selbstverständlich erscheint, was die Wirklichkeit ist, eine ganz andere. Das ist diese Frage des Internets für alle. Denn Internet ist ein öffentliches Gut, und wenn irgendjemand glaubt, dass das alles so selbstverständlich ist, dann irrt das sehr. Das kann ich Ihnen aus 6 Jahren Tätigkeit als Volksanwältin sagen, wie unterschiedlich und wie unterschiedlich diese demokratische Teilhabe und dieser Zugang von sozialen Faktoren bestimmt ist und wie ungerecht das alles verteilt im Wesentlichen noch ist. So, und jetzt als letztes mein kleiner Beitrag zu den 16-Jährigen. Also ich schicke voraus, ich wäre für ein Wahlrecht ab 14. Meine These ist, je mehr Menschen Partizipationsrecht haben, und sei es nur alle 5 Jahre entscheiden zu können, ob ich für Faymann oder Spindlecker als Bundeskanzler bin, ist besser. Ja? Also ich habe noch nie verstanden, warum jemand Zweifel daran hat, warum 16-Jährige nicht wählen sollten. Gott sei Dank können sie das. Also das war eine der Forderungen, 1990, als ich ins Parlament gekommen bin, die ich als erstes aufgestellt habe, jetzt gibt es ja seit ein paar Jahren. Aber was erleben dann die 16-Jährigen? Also bei den Wahlen 2008 habe ich dann als Volksanwältin
Also bei uns heißt das Beschwerde. Wenn Bürger, Bürgerinnen anbringen an die Volksanwaltschaft, dann nennt man das Beschwerde. Es muss noch gar keine sein, es kann auch eine Frage sein. Aber hat sich ein junger Mann an uns gewandt, der sich ans Innenministerium mit der Frage gewandt hat, der hätte gerne gewusst sozusagen, welche Parteien sind in Österreich registriert. Ja? So ein, sie hat wahrscheinlich vorgestellt, ja, da fragt man halt, welche gibt es nach dem österreichischen Parteiengesetz, und er kriegt halt eine Liste und dann wird halt in kurzer Form der programmatische Inhalt der Partei dargestellt werden. Naja, dann hat er das erfahren, was Sachkundige, wo wahrscheinlich auch nur ein paar hier im Raum sind, die wissen, dass es das gar nicht gegeben hat, immer der Herr Sickinger sicher, aber alle anderen wahrscheinlich nicht, sowas gibt es, gab es nicht. In Österreich gibt es kein Verzeichnis über Parteien, die nach dem Parteiengesetz anerkannt sind. Inzwischen gibt es das. Und der junge Mann, dem hat man geschrieben, sowas gibt es nicht. Danke. Und jetzt zahlen Sie bitte die Gebühr, weil das ist keine, das ist gebührenpflichtig. Dass wir Ihnen die Antwort geben, dass es das nicht gibt. Naja, das hat natürlich, also den Vater dieses Burschen wahrscheinlich, also die haben dann gemeinsam sich an mich gewandt, also hoch empört. Die Volksanwaltschaft ist da nicht weitergekommen. Nicht, dass sie glauben, dass das ein Missstand in der Verwaltung gewesen wäre. Das war völlig korrekt, das, was das Innenministerium gemacht hat. Er musste dann quasi dieses Geld zahlen. Ich habe eine Korrespondenz mit der damaligen Innenministerin geführt, die kurioserweise vorher eine Volksanwältin war, hat auch irgendwie nichts genutzt. Alle waren betroffen, aber der Bursche hat das Geld zahlen müssen. Ich habe dann zu einer Maßnahme gegriffen, die irgendwie vielleicht, also wenn man gedacht hat, also das bisschen Geld ist für mich bisschen Geld, für den ist es sozusagen ein traumatisches Ereignis, sozusagen ein traumatisches Erlebnis, auch wenn es vielleicht gar nicht von der Summe zu viel war, die er in seiner Entwicklung als Bürger dieses Landes und sich zu informieren gehabt hat. Und dann habe ich ihm das überwiesen, sozusagen. Ja? Vielleicht. So. Aber das Ende, inzwischen ist das in Österreich geändert. Ja? Es gibt ein, wie heißt der Herr Dr. Sicker, weiß ich, das heißt Parteienregister oder so ähnlich heißt das jetzt. Ja, also man kann in Österreich Einsicht nehmen, ich glaube im Sommer letzten Jahres ist das haben sie das irgendwie umgesetzt. Es gibt ein Register der Parteien in Österreich. Also auf zum Wahlrecht für 14-Jährige. Mir ist eins eingefallen, da kann man vielleicht beide Gruppen, also diejenigen, die sich mit der politischen, staatlichen Transparenz und Informationsfreiheit und denjenigen, die sich mit der künstlerischen oder mit der Informationsfreiheit von Wissen im öffentlichen Raum beschäftigen, hier am Podium, die beiden miteinander verbinden, nämlich dort, wo es schon Transparenzgesetze gibt oder Informationsfreiheitsgesetze, die Möglichkeit den Staat zu haben. Dort wird dann mittels Urheberrecht versucht, Informationen zurückzuhalten. In der Bundesrepublik Deutschland hat das Finanzministerium eine Auskunft gegeben, zwar aber verhindert mit dem Hinweis darauf, dass es sich um urheberrechtlich geschützte Informationen handelt, dass diese Informationen auch publiziert werden. So etwas kann einem dann auch passieren, dass es inzwischen gang und gäbe, dass man Missliebiges oder einfach grundsätzlich Unangenehmes mittels Urheberrecht in der einen oder anderen Weise versucht auszuhebeln und zu verhindern. Das dürfte dann auch in anderen Zusammenhängen sicherlich der Fall sein. Ja, das war es dann von meiner Seite noch abschließend oder verbindend. Und jetzt Interesse an einer allgemeinen Diskussion. Wenn Sie Fragen zu einzelnen Personen haben hier am Podium, tun Sie das. Ich glaube, man hat mir gesagt, es gibt Saalmikrofone, die stabil sind oder die herumwandern. Das muss ich jetzt. Sie wandern herum. Gut, wenn Sie. Ich versuche die Reihenfolge aufrechtzuerhalten oder einigermaßen gerecht vorzugehen, entsprechend meiner Sehfähigkeit. Bitte Sie also kurz aufzuzeigen, dann
werden wir das der Reihe nach. Und der Herr hat schon das Mikrofon in der Hand. Erst zwei, drei, vier. I have common to questions for several panelists. Also das erste betrifft das Transparenzgesetz. Ich habe in Schweden gelebt und da gibt es ein verfassungsrechtliches Öffentlichkeitsprinzip und das ist irgendwie total spannend. Und ich glaube, das Geheimhaltungsprinzip in Österreich hat ja auch irgendwie damit zu tun, dass man über Reichtum nicht redet, sondern den hat man oder hat man nicht. Ja? Und in Schweden ist es so, dass man zum Beispiel ganz leicht in Erfahrung bringen kann, oder man hat ein verfassungsrechtliches Recht darauf, dass man weiß, wie hoch die Profite von Unternehmen sind. Das finde ich irgendwie spannend. The second concern is Antonis talk. This was very interesting, I thought, but I think there is a contradiction maybe in it. The kind of, I think it's a question about what kind of net politics do we need. And the first one you're suggesting is to have a constitution for, and resource basis for commons-based peer production, which in my opinion is a communist net politics because it's resisting the capitalist platforms and so on. But the second one is a different one because you know there is this feminist manifesto from Silvia Federici from the 1970s, Wages for Housework, and now there is a campaign called Wages for Facebook, which we were also arguing there should be wages for social media, corporate social media use, and what they did on the, in this campaign is they simply took Silvia Federici's text from the 70s and substituted housework by Facebook. It's actually a very, very good text. But the question is, should we, is this the right kind of net politics? Because I think that's a social democratic trade unionist net politics where we demand wages. And I think the contradiction, because you want to demand both, but there's a contradiction in it. Because if you give wages to Facebook users, then they will, because they get the wages when they are on the commercial platforms, they will ever more stay there, which undermines the constitution and the resources you want to have for the alternative platforms, because nobody will go there, because they prefer to have the wages. And the third point, habe ich sehr interessant gefunden, Frau Schillhan, und finde ich total toll, dass es jetzt Bibliothekare und Bibliothekarinnen für Open Access gibt, sollte es viel mehr davon geben. Und auch, dass man Aufklärungsarbeit leistet, ja, müsste es auch mehr davon geben. Aber meine Frage ist, weil meiner Meinung nach gibt es zwei Modelle von Open Access. Einerseits das nicht profitorientierte, das halt irgendwie idealistische Leute oder Gruppen von Wissenschaftlern machen. Und andererseits sind aber neue Businessmodelle entstanden mit sogenannten Author Processing Charges, also wo die Autoren für jeden Artikel bezahlen, teilweise ziemlich viel Geld, also zwischen 500 und 2000 Euro teilweise. Und da bin ich bin sehr für Open Access und für die Open Access Bewegung und sehe mich als Teil davon, weil ich auch eine Open Access Zeitschrift herausgebe. Aber ich bin ein vehementer Gegner dieser Zeitschriften mit den Author Processing Charges. Weil einerseits ist es sozial ungerecht und es fördert halt bevorzugt Universitäten, die sich das leisten können, oder Leute, die Forschungsprojekte haben, aus denen sie es bezahlen können. Und zweitens hat ja das Science Magazine so eine Studie gemacht, dass man einfach ein bisschen so wie das dieses Sokal Hoax in den 1990ern, dass man einfach unsinnige Artikel bei solchen Zeitschriften eingereicht hat. Und in den meisten Zeitschriften sind die akzeptiert worden. Also es unterminiert auch irgendwie das Peer-Review-Verfahren. Und mich würde interessieren, wie Sie da dazu stehen. Und wenn man jetzt Aufklärung macht als Bibliothekar oder Bibliothekarin über Open Access Journals, muss man dann auch Aufklärung über dieses Phänomen machen? Ja, absolut. Also die Verlage schlafen natürlich nicht. Die sind natürlich schon längst auf die Open Access-Bewegung eingestiegen und haben ihre eigenen Businessmodelle daraus entwickelt. Ja, absolut. Und also es gibt auch durchaus APCs, also diese Author Article Processing Charges von 3.000 Euro. Also es gibt es auch. Das ist wirklich ein horrendes Geld. Vor allem
sind die Verlage so schlau, dass sie das nämlich doppelt einfordern. Also sie verkaufen jetzt die Zeitschrift für eine jährliche Subskription an die Bibliotheken und sie verkaufen aber den Autoren selbst noch ihre eigenen Artikel dazu, als Open Access. Nachdem nie alle Autoren ihre Artikel freikaufen aus einem Heft oder aus einem Jahrgang, muss trotzdem die Bibliothek diese Zeitschrift abonnieren, weil sie ja, weil sonst Artikel fehlen. Also das ist das sogenannte Double Dipping, das Verlage jetzt durchaus freudigst betreiben. Ist natürlich eine super, super Geschichte. Für die Verlage natürlich, ja. Es gibt generell aber auch Open Access Journals, die eine APC einheben, die in einem, sage ich einmal, verträglichen Rahmen sind, also so um die paar hundert Euro. Die können trotzdem nicht profitorientiert sein. Also Zeitschriften kosten einfach ein Geld. Also einfach eine Zeitschrift zu machen, das kostet Geld und Zeit, vor allem Personalzeit, und das ist immer das teuerste. Und die versuchen halt einen Teil davon über APCs reinzubekommen. Da muss jetzt gar nicht eben großartig ein kommerzieller Verlag dahinter sein. So eine Zeitschrift, eine APC zu zahlen, würde ich jetzt nicht so, so kritisch sehen. Nicht jede Zeitschrift kann institutionell gefördert sein oder in einem schlechteren Fall über Werbung. Also so generell gegen APCs bin ich jetzt nicht. Aber das gehört auf jeden Fall auch in die Awareness-Arbeit dazu, dass man aufklärt, dass es solche Predator-Journals auch gibt, also die aggressive Preispolitik fahren, Double-Dipping betreiben. Das Beispiel mit den schlechten Beiträgen, die in solchen Zeitschriften auch runterkommen, genau die gleiche Studie gab es mit renommierten Zeitschriften. Also es gab auch unglaublich schlechte und fehlerhafte Artikel, die es auch in renommierte Zeitschriften reingeschafft haben. Also da muss man schon auch beide Seiten sehen. Also man kann mit einem schlechten Artikel auch in beiden Arten, also in Open Access Journals und in Subskriptionsjournals reinkommen. I would like to ask either Antonis or another person if they can tell us, they can inform us about what is the state of access to information in other countries apart from Austria, like in Greece, for instance, and in other European countries. Thank you. So I looked up Greece before the talk, obviously. And it apparently in the last 2 years or so, there was actually a small improvement in freedom of information legislation, but it's still like 82nd place of 97 worldwide. If you look at the EU, it's interesting that most new members and the Scandinavian countries are better at freedom of information than, at the legislation at least, than the old members. But it's really hard to draw conclusions on the culture around it. So countries with good legislation might not yet have the culture for this legislation to have that much of an effect, which is why we, as a campaign, want really good legislation that really pushes the cultural change through in maybe a decade instead of a century. Yes, you are very right. There was a recent Greek law that improved the framework. The thing is that in Greece we have extensive exemptions from the right to access public information, and I think that our legal framework is not orientated in the sense of political participation. It is mostly it has to do with the relations between the citizen and the state, but in terms of the citizen's individual case vis-à-vis the state.
and not for general political manners, of course, because we are part of the Aarhus Convention, environmental information, access to environmental information is much more efficient. I didn't exactly grasp your question, but I think that I may be able to answer like this. My belief is that we need a Bill of Rights that will safeguard our right to innovate. So there is nothing respectable to obstruct people to innovate for non-commercial purposes. And so we need certain rights that will enhance and improve collaboration and, of course, access to prior knowledge, culture and art. Also, my belief is that we need such a, let's say, constitution, not as a top-down regulation of the information society, but rather rights that will be engraved in such a way so as to give room, to give space to people to freely express themselves. So we shouldn't have in our minds the typical constitution of the state that wants to, from top down, to regulate it or to regulate all aspects of society. We need something to protect the intellectual commons, the emerging intellectual commons, from the market and, of course, from the state. I believe this is something that, if we achieve, it will be a civil society demand and a civil society struggle, and it won't fall from the sky, just like that. Hallo, Katharina Felke vom Forum Informationsfreiheit. Ich bin eine Kollegin von Markus Finn-Hammetner. Ich wollte nur kurz etwas dazu sagen, dass Informationsfreiheit auch den Datenschutz berücksichtigen soll. Das stimmt, wobei es hier aber vor allem darum geht, den Datenschutz auch näher zu definieren. Es geht um den Datenschutz persönlicher Daten von natürlichen Personen, das heißt von Ihnen und von mir. Weil wenn man sich beispielsweise die Entwürfe der Regierung anschaut, was ein künftiges Informationsfreiheitsgesetz betrifft, wird der Datenschutz als Argument gerne verwendet, um generell die Informationsfreiheit auszustechen. Deswegen ist es hier vor allem wichtig, das näher zu definieren. Das wollte ich nur noch kurz anmerken. Der Kollege Andreas Griesch könnte das wahrscheinlich noch besser, aber es geht hier nur um eine kurze Anmerkung, dass man hier eben auch wirklich abwägen muss. Und apropos abwägen, das wäre auch nochmal ein Argument für einen unabhängigen Informationsbeauftragten, der dann eben von Fall zu Fall individuell entscheiden kann, entscheide ich mich zugunsten der Informationsfreiheit oder hier zugunsten des Datenschutzes persönlicher Daten natürlicher Personen. Danke. Ich hätte auch noch eine Frage an Frau Stojcic. Jetzt als Vertreterin der Grünen Partei. Und zwar, wie Snowden in Russland war, war die Grüne Partei eine der ersten, die Asyl für Snowden beantragt hat. Hat das irgendwelche Gespräche in Gang geführt, die irgendwie Hoffnung machen könnten diesbezüglich? Gibt es da irgendeinen Diskurs noch oder ist es absolut abgewürgt worden? Doch, es geht. Tut mir leid, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, dass die Kollegen, die jetzt im Nationalrat von den Grünen sind, damals sich sozusagen zu Wort gemeldet haben. Also wenn ich das recht in Erinnerung habe, Peter Pilz und auch die Menschenrechtssprecherin. Aber ich kann Ihnen, da ich nicht Funktionärin jetzt der Grünen bin, ja, weiß ich es schlicht nicht, was daraus geworden ist. Ja. Die Tatsache schien mir vollkommen klar, dass wenn würde Snowden nach Österreich kommen und nachdem wie das österreichische Asylrecht jetzt ausgestaltet ist, würde er jedenfalls Anspruch meiner Ansicht nach auf Asyl in Österreich haben.
Nur was nutzt das alles, wenn er nicht hier ist, sozusagen physisch? Ja? Also die Rechtslage würde es sehr einfach zulassen. Bezüglich der Implementierung des Informationsfreiheitsgesetzes nur der Hinweis, dass in allen europäischen Staaten es das Problem gibt, 5 Rechtsmaterien so quasi kohärent anzupassen, anzugleichen. Und daneben haben Sie noch ein Dutzend anderer Einzelgesetze. Also Sie haben ex ante das E-Government, das erlaubt, dass die Regierung gleich von vornherein publiziert, ohne dass Sie nachfragen. Dann haben Sie Informationsfreiheitsgesetz, Informationsweiterverwendungsgesetz, Auskunftsgesetze, was weiß ich. Und daran scheitern meistens auch die Staaten hier. Das ist im Prinzip dann ein bürokratisches Chaos. Viele Staaten wie in Deutschland haben Informationsfreiheitsgesetz und Informationsweiterverwendungsgesetz zusammengelegt. Das bringt noch mehr Probleme aus der Sicht des Praktikers. Also da wurschteln sich alle Länder quasi drüber und auch das gelobte Land Slowenien, das ich sehr gut kenne, weil ich auch die Judikatur gelesen habe. Also auch das ist nicht ein Optimum, weil die teilweise sehr restriktiv den Datenschutz anwenden, auch für wirtschaftliche Zwecke. Also ich würde das dort ein bisschen eher wieder trennen. Ich verstehe, warum die organisatorisch auch aus Kostengründen das alles in einer Behörde haben. Aber wenn Sie sich die Entscheidungen teilweise anlesen, durchlesen, sind Sie ein bisschen überrascht, wie restriktiv. Also wir haben massive logistische Probleme. Mein Name ist Helmut Hartmann. Ich war bis vor wenigen Monaten Leiter des österreichischen akademischen Konsortiums der Hochschulbibliotheken. Und ich kann nur sozusagen verstärken, was die Kollegin Schilhan gesagt hat. Die einzelne kleine Bibliothek kann hier relativ wenig machen im Bereich von Open Access. In einer Gesamtinitiative, die international basiert, geht das schon. Ich verweise darauf, dass das berühmte Scope 3 Abkommen nach Jahren der Verhandlungen unter der Patronanz von CERN Genf heuer sozusagen operativ geworden ist, wodurch ungefähr 10 Hochenergiezeitschriften, das ist natürlich ein Bereich, in dem es sehr wenige Zeitschriften gibt, das ist sozusagen der kleinste Bereich, darum hat man den auch genommen, also in dem ein Bereich von ungefähr 10 Hochenergiezeitschriften weltweit Open Access gestellt ist. Selbstverständlich muss trotzdem jemand dafür bezahlen, aber es ist eben genau diese Problematik, die Herr Fuchs auch angeschnitten hat. Publizieren kostet sicher etwas. Die Frage ist, wie viel soll jetzt der Verlag doppelt und dreifach mitschneiden und kassieren, sodass jetzt bei diesem Scope 3 Abkommen eben die Produktion quasi kontrolliert schon mit der Forschung passiert. Also das ist in den Kosten viel überschaubarer und kalkulierbarer, und diese Zeitschriften sind dann, und das erachte ich schon für einen Fortschritt in Bezug auf das Recht auf Informationsfreiheit, wirklich global für die gesamte Community zur Verfügung gestellt. Allerdings ist es so, dass die Universitäten, die die Forschung betreiben, einen gewissen prozentuellen Anteil an den Publikationskosten eben zu tragen haben, aber die tragen das alle gemeinsam, also es erscheint mir auch irgendwie doch ein relativ überschaubares und irgendwo auch demokratisches Modell. Eine weitere Initiative gibt es in Zusammenarbeit mit dem Institute of Physics und dem österreichischen FWF, die ermöglicht, dass die Produktionskosten der Artikel, die von österreichischen Forschern, die eben auch in diesen Zeitschriften publizieren, vom FWF getragen werden, sehr kontrolliert natürlich getragen werden, und dass um diese Kosten die Zeitschriften für die österreichischen Universitäten billiger werden. Also hier ist dieses Double-Dipping, das die Kollegin angeschnitten hat, definitiv ausgeschaltet, und das wurde auch eben in Form von langen Verhandlungen zwischen dem Institute of Physics und in dem Fall tatsächlich nur dem österreichischen Konsortium in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren erreicht. Also das sind erste Hoffnungsanzeichen, würde ich sagen, die aber den grundsätzlichen Problemkreis natürlich nicht wirklich jetzt von heute auf morgen aufheben werden. Darf ich eine Frage, weil es da hineinpasst,
Dell, entschuldigen Sie, geht das, nämlich Verpflichtung zur Veröffentlichung oder wie kann man Open Access auf legistische Art und Weise fördern. In der deutschen Gesetzgebung gibt es inzwischen ein sogenanntes Zweitveröffentlichungsrecht für wissenschaftliche Publikationen, das sich allerdings nur bei öffentlich geförderten Wissenschaftlern oder Urhebern schlagend verhält. Alle anderen, die nicht irgendwo angestellt sind in einem Projekt, haben davon nichts. Der ÖGB hat jetzt ein Stipendium ausgeschrieben mit dem Thema Zweitveröffentlichungspflicht, also grob gesagt, nämlich der Überlegung, ob man nicht, wie die ETH Zürich das versucht hat, die Mitarbeiter der Universitäten dazu verpflichten kann, und zwar über die Anstellungsverträge, dass sie eine zweite Veröffentlichung, also eine Open Access Veröffentlichung an der Universitätsbibliothek, am Repositorium der Universität vornehmen müssen oder zumindest sie dazu verpflichtet werden können im Rahmen ihrer Projekte. Da weise ich auch darauf hin, das würde das ein oder andere lösen, zum Beispiel bei universitätseigenen Periodika. Die alte Geschichte an der Universität Wien hat die Zeitschrift Tüche, die unregelmäßig ungefähr einmal im Jahr erscheint. Die ist nicht Open Access, sondern die wird zwar elektronisch auch inzwischen angeboten, aber sie ist nicht Open Access. Die wird nach wie vor in einem Verlag herausgegeben. Also man könnte eigentlich auch als einzelne Universität meines Erachtens möglicherweise was tun. Oder? Man kann als einzelne Universität sicher was tun, und zwar genau diese Gold Open Access Journal Förderung, dass man die eigenen Institutszeitschriften Open Access macht. Und die Zeitschrift Tüche kenne ich zwar nicht, aber wird sie verkauft? Ja. Also man kann sie käuflich erwerben. Also die Einzelbände kosten etwas. So quasi zum Unkostenpreis der Druckkosten, ja, mehr oder weniger. 80, 90 Euro halt, ja. Genau, also die mehr oder weniger die Druckerei ausmachen. Wir an der Uni Graz, wir haben jetzt seit neuestem so ein System, dass wir unsere Zeitschriften Open Access stellen. Zum Beispiel das Österreichische Religionspädagogische Forum, das vom Institut für Katechetik und Religionspädagogik herausgegeben wird, ist seit November Open Access an der Uni Graz zur Verfügung. Weitere sind jetzt quasi in der Warteschlange und warten, dass sie von uns Open Access gestellt werden. Das ist halt auch ein Vorteil, wenn man jemanden hat, der dafür zuständig ist, dann geht da auch was weiter. Also man kann Open Access nicht so nebenher machen. Also da braucht man schon, da muss man das Personalgeld in die Hand nehmen und sagen, dafür ist jetzt jemand zuständig. Nur noch zum Zweitveröffentlichungsrecht in Deutschland. Universitäten sind ausgenommen. Das ist das größte Manko, das Zweitveröffentlichungsrecht in Deutschland leider hat. Universitäre Stellen sind davon ausgenommen. Also es bringt eigentlich nur was für die außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie die Helmholtz-Gesellschaft, die Max-Planck-Gesellschaft und so weiter. Also das ist leider sehr traurig. Aber es ist zumindest einmal der Schritt in die richtige Richtung gewesen. Mandate für Arbeitnehmer sind nachträglich quasi nicht durchzusetzen, soweit ich das bei uns jetzt mitbekommen habe. In Projektverträgen geht das natürlich. Also wenn man sagt, man macht ein neues Projekt, stellt dafür jemanden an und gibt die obligatorische Veröffentlichung in Open Access Medien an, dann geht das ja. Für die lebenslangen Professuren, die jetzt ja schon aktiv sind, ist das im Nachhinein leider nicht mehr durchzusetzen. Für neue Projekte, wie gesagt, funktioniert es, und das ist auch das, was die EU und der FWF stark forcieren, vor allem die EU mit Horizon 2020, die in allen Förderungen, die sie ausschütten, und das ist ja nicht wenig Geld, was die da in die Hand nehmen, eine Open Access Verpflichtung jetzt eingeführt haben. Und der FWF hat das auch schon seit längerem, dass alle Projekte, die über den FWF gefördert werden, zumindest in irgendeiner Form Open Access nachher zur Verfügung stehen müssen. Danke. I would like to ask you if you consider the 16 years old Facebook generation adequately educated and informed to exercise serious political decisions like voting, or these young people will exercise voting with a Facebook trend of likes and dislikes,
Besides, I wonder if you have considered in Austria the lowering age of adulthood from 18 to 16, the negative implications which can have for the protection of the rights of children. Thank you. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, in Österreich gibt es die Großjährigkeit mit 18, hat nichts mit dem Wahlrecht zu tun. Es sind zwei ganz unterschiedliche Daten. Ja? Wählen kann man mit 16, aber trotzdem ist man erst sozusagen großjährig mit 18. Und ich kenne keine Bestrebungen, das noch runterzusetzen. Es wurde erst vor relativ kurzer Zeit, ich habe jetzt überhaupt kein Zeitbewusstsein mehr, aber vor 10 Jahren, schätze ich, wurde die Großjährigkeit von 19 auf 18 herabgesetzt. Also der Schutz der Jugendlichen, ja, der gilt bis 18, aber diese Grenze ist im Moment definitiv nicht in Diskussion. Und ich glaube auch die Definition von Kindern oder jugendlichen Kindern, je nachdem wie man es einsetzt, ist EU-weit bzw. von der EU-Gesetzgebung her auf 18 Jahre festgelegt. Also im Zusammenhang mit Jugendschutz, also Kinderschutz, Kinder sind definiert als Menschen bis 18 Jahren, wobei es dann natürlich wieder andere unterschiedliche Jugendschutzgesetze gibt. Das ist klar. Any further remarks? Hello, I'd just like to ask the panel a question in relation to government information and access to it. Is there a secondary issue with regards to understanding documents, the public being able to decipher government documents? Because a lot of the time these documents can be very full of legal terms that the public may not be able to understand. Should we be pushing for the government to perhaps write documents in such a way that not only are they accessible to the public, but they're also easy for the public to decipher? So, I like the idea. But honestly, I'd like to have the problem first. So we don't have the right to access these documents. We're not even sure how the government organizes the information internally. We know there's the federal government has ways to electronically store files. Some local governments don't even use that. So it's going to be a long struggle to improve the access to information and the public understanding of this information. And I think that's a task that journalism is also has to participate in very much. And then we should further discuss how government actually creates information in the first place. Of course, I'd like just to have the opportunity for that discourse. To be informed. So may I pose something? I would have a lot of questions, but I'm restricting to a general problem. So we're talking a lot about legal frames and to open the information regarding the administration and common or information from our states and so on. But I think right now we are in a situation in which those legal frames and those institutions are not representative of the framework of power. So for example, just to say something that has happened recently in Spain, one delegate of the Spanish left party put an article of the Constitution in his Twitter page, and then somebody, many comments, wrote saying that they are turning too much radical
that they are how they are deriving to towards some kind of Sovietic trend. And afterwards, he was complaining. He was answering, "Okay, this is the 42nd article of our constitution. I'm not making any comment." But in Spain, for example, it happens that in our constitution they have changed, so our frame start to have a lot of contradictions within the frame, because many of the articles of the constitution itself are not followed at all. And in other occasions, so there's it's impossible to follow all of them because they have started to come into contradictions, and many of them are put by other powers like the Troika. So it happens in particular with the southern countries, and we don't have access, for example, to the discussions of the European Bank. So we are talking about the freedom of the information within the European Union, but the European Union has a very important power, which is the European Bank, and we do not have access to that, and we have no parliamentary control or anything like that. So I would like to reflect what happens with that, and is somehow in relation to the first thesis that's from Paloma. So das Frieden der Information ist ein bürgerliches Recht. Dann frage ich, also wer der Bürger eigentlich sind heutzutage. Also am Anfang, die Bürger haben eine Macht darzustellen, aber heutzutage diese Macht existiert zum Beispiel nicht in den Ausländern oder die Leute, die überhaupt kein Papier haben. Oder, also meine Frage ist, wer der Bürger sind. So I'm going to take the first question. Of course, the transition between institutions that are supposed to follow freedom of information legislation and institutions that are suddenly not, even though the public institutions have some control over them, is always an interesting topic. A topic that we'll be discussing in Austria whenever the administration releases the next draft. It's a contentious issue in every FOI legislation I know of, and it's the one where most are lacking. Because, you know, it's easy if a public institution wants to hide something, they'll just spin off a small corporation and say it has nothing to do with the internal workings and they don't have to be transparent. And we should always aim for the maximum transparency that's possible. One concept that's really helpful with that is the concept of the factual definition of public body, which is even if a public body asks another company outsources some of its responsibility to some company, the company for that small part of its operations still has to be in front of a court considered a public body, and so they have to be as transparent as a public body would have to be in outsourcing of public interests. Well, thank you. The EU is more complicated, obviously. As a last conclusion, last remark, please. Es ist keine Konklusion. Ich habe den Veranstaltern versprochen, ich rede nur eine Minute und möchte deine Frage beantworten und dann ein kurzer Kommentar machen, halbe Minute für jedes. Erstens einmal komme ich aus einer Rechtsanwältefamilie und weiß, dass Gerechtigkeit und Recht nicht immer einhergehen. Recht ist ein Instrument der Gerechtigkeit, aber kommt normalerweise zu kurz. Von daher, aus juridischer Perspektive ist ein Bürger, eine Bürgerin jemand, der einen Pass von einem Staat hat. Aus sozialethischer Perspektive ist für mich ein Bürger, eine Bürgerin jemand, der in einem Land lebt. Punkt aus, basta.
Zweite Minute, eine halbe Minute wollte ich sagen, der Dame, die vorher eine Frage gestellt hat auf Englisch, ich habe nicht geantwortet, weil ich habe die Frage wiederholt und hat in mir gearbeitet. Ich habe das Gefühl, dass manchmal sich die Leute kryptisch ausdrücken, weil sich kryptisch auszudrücken eine Art ist, Macht zu erhalten. Das betrifft nicht nur die Verwaltung oder die politische Maschinerie, sondern das betrifft auch andere Sektoren, zum Beispiel die Wissenschaft, wo Menschen manchmal Artikel schreiben, die ich glaube, die einzige Grundvoraussetzung für den Artikel ist zu sagen, schau mal an, wie viele Fremdensprachen ich spreche, schau mal an, wie intellektuell ich bin. Und ich frage mich, wofür dieses Wissen tilgt, taugt und wen dient. Danke. Thank you very much. Herzlichen Dank. Schönen Kaffeepause.